der Jugendleiter-Podcast. Tipps und Ideen für deine Jugendarbeit. Der Waldspaziergang. Esther ist schon 8 Jahre alt und geht zur Schule. Ihr kleiner Bruder Marvin ist erst 5 und geht in den Kindergarten. Heute möchte ihre Mutter einen Spaziergang im Wald machen. Der kleine Marvin ist neugierig und freut sich auf den Ausflug. Aber die große Esther beschwert sich. Im Wald ist es langweilig. Warte doch erst mal ab, bis wir da sind, sagt die Mutter. Damit sie nicht wütend wird, grummelt Esther nur ganz leise: Ich war schon oft im Wald und weiß genau, dass es langweilig wird. Der Wald ist nicht weit entfernt, sodass sie zu Fuß dorthin gehen können. Esther kickt einen Stein aus dem Weg und starrt düster vor sich hin. Marvin versucht, seine große Schwester aufzumuntern. Wenn wir Glück haben, sehen wir ein Eichhörnchen. Eichhörnchen sind blöd, sagt Esther. Eigentlich findet sie Eichhörnchen gar nicht blöd, aber weil sie schlechte Laune hat, findet sie im Moment alles blöd. Marvin, Esther und ihre Mutter erreichen den Wald und spazieren über einen breiten Weg. Auf einmal bleibt die Mutter an einer Schlammpfütze stehen und zieht ein kleines Büchlein aus ihrer Tasche. Marvin kommt sofort näher und will wissen, was das für ein Buch ist. Esther verschränkt nur die Arme. Das ist ein Buch, in dem viele tolle Sachen über den Wald stehen, erklärt die Mutter. Am Rand der Pfütze ist der Boden weich und man kann gut eine Tierspur erkennen. Interessiert beugt sich Marvin über die Pfütze. Jetzt wird auch Esther neugierig und schaut sich die Abdrücke in der Erde an. Die Spur besteht aus 3 Strichen, die sich an einer Stelle treffen. Die Spur stammt von einem Vogel, sagt Esther. Das weiß doch jedes Baby. Ihre Mutter lächelt. Dann deutet sie auf eine 2. Spur, die Esther übersehen hat, und sagt: Das hast du gut erkannt. Weißt du auch, welches Tier die anderen Abdrücke hinterlassen hat? Esther muss zugeben, dass sie es nicht weiß. Die Spur ist viel tiefer als die des Vogels. Die Abdrücke sehen aus wie 2 große und 2 kleine Tropfen. Sind das die Abdrücke von einem Wolf? Rät Marvin aufgeregt. Quatsch, widerspricht Esther. Wölfe besitzen Pfoten, die runder sind. Die Mutter zeigt den beiden eine Seite im Buch. Darauf sind viele verschiedene Tierspuren abgebildet. Marvin deutet auf eine Spur. Das ist sie! Wildschwein, liest Esther laut vor. Als sie weitergehen, ist Esther nicht mehr schlecht gelaunt. Ihre Mutter liest aus dem Buch vor, wie man aus einem hohlen Grashalm eine kleine Tröte basteln kann. Marvin und Esther suchen nach passenden Grashalmen und schneiden mit einer kleinen Schere 2 hohe Stängel ab. Ein Ende schneiden sie wie ein Dreieck spitz zu. Wenn sie die Tröte zwischen die Lippen nehmen, leicht zusammenpressen und gleichzeitig pusten, kommt ein lustig quakender Ton heraus. Die 3 wandern weiter durch den Wald und suchen nach Tierspuren und Eicheln zum Sammeln. Als sie nach Hause zurückkommen und aus den Eicheln kleine Figuren basteln, sagt Esther: Vielleicht ist der Wald doch nicht so blöd, wie ich dachte.